Hallo und herzlich willkommen bei Fadi von Finn Küchenstudio zu Folge 2 und heute geht es dabei um eine DAW, letztendlich um eine spezielle DAW, wo ich persönlich finde, die ist super für Anfänger. Also einfach um dann in das Thema reinzukommen, wie arbeite ich mit Spuren, wie arbeite ich mit Kanälen, wie kann ich mit Samples schnell zum Erfolg kommen und dafür ist diese DAW berühmt, letztendlich ja sehr beliebt vor allen Dingen. Es gibt natürlich noch mehr DAWs, da würde ich dann in einer der nächsten Sendungen auch auf andere DAWs eingehen. Wir wollen jetzt erstmal schauen, nur für Anfänger gibt es hier diese DAW, die nennt sich Magic Music Maker und ist wirklich total easy, kostet im schlimmsten Fall 49,99, was eigentlich auch nicht ein großes Drama ist, wenn man ein bisschen Musik als Hobby machen will. Gibt es aber auch als Free-Version, wo ich bis zu 8 Spuren gleichzeitig bearbeiten kann, mit Free-Instrumenten, mit Free-Samples, Free und auch eine Library. Letztendlich will ich euch das alles mal zeigen und wir schauen einfach mal auf meinen Desktop und schauen mal in Magix Music Maker und wo kriege ich das überhaupt her. Okay, los geht's. Hallo auf meinem Desktop, willkommen auf meinem Desktop. Wir schauen jetzt mal den nächsten Browser. Wir nehmen dafür den Edge von Microsoft und schreiben rein magix.com. Dann öffnet sich die Seite letztendlich und Magix wird uns angezeigt. Und schon sind wir auf der richtigen Seite. Hier geht es natürlich um Video, Musik, Foto, Design und verschiedene Angebote hat Magix letztendlich als Anbieter von seit gefühlt 30 Jahren, würde ich behaupten, wenn nicht länger, ist Magix, sage ich mal, im Sampling und im Verarbeiten von Samples und mit Samples kombinieren und einfach Vereinfachung des Musikkreierens, Musizierens letztendlich am PC. Dafür sind die berühmt und haben auch ganz viele Fans weltweit. Also das ist echt eine tolle Firma. Ja, so viel dazu erstmal. Wir wollen in den Musikbereich natürlich und klicken dann hier oben bei Musik drauf. Und hier oben gibt es verschiedene Musikprogramme. Samplitude, Sequoia, das sind so genauso wie Acid, das sind professionelle Programme. Auch Soundforge letztendlich oder Audio Plugin Union. Wir wollen im Prinzip zum Music Maker, was jetzt nicht weniger professionell ist, sage ich mal, natürlich auf seinem Standard als Anfänger. Aber hier gibt es auch richtig gute Premium-Version und Plus-Edition. Wir wollen aber in die einfachste, in die Free-Edition gehen, weil das für Anfänger völlig ausreichend ist. Und man braucht dafür nichts bezahlen, denn hier kann man es kostenlos starten. Einfach anklicken, dann kommt ihr auf die nächste Seite. Und hier müsst ihr sagen, ihr seid kein Roboter und dann startet ihr den Download. Da kommt dann hier oben bei eurem Browser. Dann klickt ihr in den Download rein und schon geht's los mit der Installation. Ist halt relativ easy. Und wenn ihr das downgeloadet habt, ja, dann gucken wir einfach mal in Magix Music Maker selber hinein. So, dann öffnen wir einfach. Ich habe das natürlich dann hier oben auf dem Desktop verknüpft. Und diese Seite ist die erste, die ihr überhaupt seht. Hier in der Mitte habt ihr immer Werbung von verschiedenen Paketen und auch immer Sonderangebote, die hier wirklich ständig sind. Hier rechts habt ihr euren Account. Hier unten habt ihr Tutorials, durch die ihr nicht einfach nur per Video geführt werdet und man erklärt euch was, wieder erklärbar, sondern hier werdet ihr richtig mitgenommen. Ihr müsst klicken, ihr müsst die Wege mitgehen, so, bis das Tutorial zu Ende ist, sodass ihr es auch gleich versteht und auch richtig lernt. Das ist sehr, 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 sehr gut gemacht und da sollten sich viele auch ein Stückchen von abschneiden. Gerade was jetzt in den Anfängerbereich geht, wo man was lernen möchte und also hier werden die Leute direkt in der Hand genommen und durchgeführt, sage ich mal. Hier auf der linken Seite könnt ihr neue Projekte öffnen, Loops kombinieren, Instrumente spielen, Sounds aufnehmen, Beats bauen und hier unten habt ihr noch verschiedene Demo-Projekte. Es gibt übrigens, weil ich es gerade gesehen habe, auch hier ein Loops Unlimited. Das sind im Prinzip alle Loops im Ampo, also letztendlich alles, was Magix für Music Maker anbietet, was man nach und nach kaufen kann, gibt es hier für knapp 20 Euro monatlich,
kriegt ja wirklich alles, was die herstellen. Das ist so ähnlich wie bei Persona Studio One, wo du die ganze DAW abonnieren kannst. Und hier abonnierst du halt den Soundpool. Und das Soundpool ist ja wirklich das Existenzielle für Magix letztendlich. Das sehen wir gleich. Okay, hier sind wir schon mal, also wie gesagt, auf dem Startbildschirm. Und da wollen wir jetzt einfach mal in unser neues Projekt schauen. Da klicken wir hier drauf und schon öffnet sich dieses Fenster. So sieht euer neues Projekt aus. Es wird zuallererst erstmal hier oben Klavier eingefügt. Dann habt ihr hier den Store und hier seht ihr die Loops. Das könnt ihr alles zumachen und könnt das natürlich auch wieder aufrufen, indem ihr hier oben auf Ansicht geht und geht dann auf Fenster. Da habt ihr Loops, VST-Instrumente, Dateimanager. Das gleiche findet ihr natürlich auch hier nochmal. Hier habt ihr die Loops, die könnt ihr hier wegschalten und zuschalten. Hier habt ihr die Instrumente, die könnt ihr zuschalten und wegschalten. Und hier die Dateien, die könnt ihr zuschalten und wegschalten. Ja, dann haben wir hier drüben noch das Klavier, das können wir zuschalten und wegschalten. Und natürlich auch den Mixer, den können wir zuschalten und, oh weh, auch wegschalten. Ja, zack, weg ist er. Ja, ganz tolle Geschichte. Also das ist hier oben im Prinzip euer Bearbeitungsbereich mit verschiedenen Werkzeugen, zum Beispiel die Schere, wenn ich irgendwas zerschneiden will. Ja, wie bekomme ich jetzt überhaupt Musik hier rein oder was ist hier überhaupt für Musik? Wir schauen einfach mal. Ihr habt hier natürlich in den Loop-Browser verschiedene Genres. Charts, Hip-Hop, House, Music Maker, Pop, Feel Good und Rock ist mittlerweile schon viel mehr geworden in der Free-Version. Früher gab es nur diese Pop, Feel und Good. Okay, jetzt haben wir hier also auch so eine Rock-Version und da habt ihr ganz viele Unterordner, sage ich mal, Bass, Drums, Gitarre und so weiter. Und da könnt ihr einfach mal reinklicken und habt dann hier verschiedene Keys, also Noten, die gespielt werden. Und das Gute ist, wenn ihr es wieder draufklickt, hört es auch gleich wieder auf oder ihr drückt hier auf Stopp. Das ist die Transportzeile, letztendlich das Transportfenster mit dem Metronom, was man hier an- und ausschalten kann, den Beats per Minute, also die Geschwindigkeit des Lieds, der Taktart des Liedes und den Einstellungen für die Audioeinstellung und welche Qualität eure Musik haben soll. Dann habt ihr hier den Aufnahmebutton, den ihr in Kombination mit der Taste hier Rec, wenn ihr die scharf schaltet und dann hier oben den, das machen wir jetzt mal zu. Wenn ihr die scharf schaltet und dann hier drauf drückt, dann fängt er an aufzunehmen, dann läuft das los. Ja. Gut, das wollen wir jetzt nicht weiter. Aber so dass ihr wisst, was das ist, das können wir natürlich auch jederzeit dann wieder löschen. Ja, dann habt ihr hier einen Play-Button und einen Stop-Button, einen Zurück-Button, also im Prinzip an den Startpunkt letztendlich oder den letzten Punkt, den ihr gesetzt habt. Da springt er dann hin zurück. Ja. So, dann habt ihr hier den Loop-Bereich. Wenn der blau untermalt ist, dann läuft hier oben dieser Loop ab, den ihr hier oben habt, der jetzt auf 16 Takte eingestellt ist. Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal dieses Fast Org, also diese Orgel. Und dann können wir die mal abspielen. So, das war's im Prinzip. Das geht ja über diese zwei Takte. Wir nehmen jetzt einfach hier oben mit links an der Maustaste und ziehen uns das hier rüber. Der Loop ist eingeschaltet, also wenn nicht, würden wir den hier einschalten. Und dann müssen wir natürlich erstmal zurückklicken. Ja, und wenn euch das gefällt und ihr wollt das immer wieder kopiert haben, sodass das auch länger geht, dann greift ihr hier einfach nur zu und könnt euch das Ganze dann einfach ziehen, soweit ihr wollt. Ja, das spielt überhaupt keine Rolle. Das könnt ihr zum Beispiel bis hier ziehen, dann nehmt ihr euch den Loop mit. So, dann nehmt ihr dazu noch ein bisschen Synths, da klickt ihr hier rein. Den könnt ihr zum Beispiel mit da reinnehmen, der macht, spielt dann mal so zwischendurch rein. Ja. Ihr seid ja immer noch auf der 6. Das sind verschiedene Tonarten letztendlich, C-Dur, A-Moll und so weiter. Also wenn ihr jetzt reinklickt. Das ist dann wieder eine andere Tonart. Welche Tonart das ist, das steht dann hier immer oben. Das ist hier jetzt A-Moll. Ja, alles ist hier A-Moll. Auf der 6, das ist A-Moll. Okay, gut, das haben wir hier mit drin. Das können wir ja auch einfach wieder bis hinterziehen, wenn wir es einmal drin haben. So, hier drücken wir erstmal Stopp. Dann wollen wir noch ein Vocal haben. Mal sehen, was hier so im Angebot ist. What have you done with that? Weiß nicht, ob das jetzt wirklich passt, aber wir machen es einfach mal mit rein. Okay, und dann kommt hier irgendwann auch noch ein Rhythmus mit rein, den wollen wir auch. Wir basteln das jetzt mal ganz schnell zusammen. Dann nehmen wir das mit rein, ab der
Spur kann dann auch ein Rhythmus mit rein, den ziehen wir uns dann auch einfach bloß in die Länge hier hinten dran. Wenn uns irgendwas nicht gefällt, dann gehen wir einfach auf die Position, die uns nicht gefällt, klicken die Spur an und sagen schneiden, dann schmeißen wir es einfach weg. So, und können es aber auch jederzeit wieder in die Richtung ziehen. Ja, es ist nie ganz weg, so haben wir es im Prinzip auch kopiert, hier können wir es auch löschen. Ja, ihr könnt es auch verkürzen von vorne, also ihr könnt damit im Prinzip machen, was ihr wollt. Ja, Effekte drauflegen und so weiter. Ja, jetzt können wir mal den Anfang abspielen. Wir gehen wieder zurück an den Anfang. What have you done with them? They're screaming, can't you hear them? Can't you hear them? Did you ever lose a tear? No, 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 no. You never got a feeling. Ihr seht, das passt auf jeden Fall, weil wir auch immer auf der 6 geblieben sind, also was jetzt hier das A-Moll ist. Letztendlich, die Drums brauchen ja keine Tonart, es sind halt Drums, ja. Und hier oben seht ihr ja auch die Moll-Geschichte letztendlich, in welcher Tonart wir hier spielen, ja. Jo, wenn ich das jetzt hier anders machen würde, zum Beispiel, ich gehe jetzt hier auf Gitarre und möchte jetzt eine andere Gitarre nehmen, dann greife ich mir die raus und dann zeigt er mir oben, wir sind schon im E-Moll. Ja, das muss ich natürlich, und was er automatisch macht, er passt das automatisch auch dann hier gleich wieder an. Und ja, und schon habt ihr hier alles in E-Moll, was in dem Bereich ist. Ist eine wunderbare Geschichte. Also für alle, die überhaupt keine Ahnung von Musik haben, erledigt das Magic Music Maker automatisch. Ihr könnt eigentlich ja gar nicht schief liegen. Ja. Also von daher, das Programm ist voll auf eurer Seite, wenn ihr Anfänger seid. Hier habt ihr übrigens noch die Lautstärke, die ihr verändern könnt. Hier oben haben wir zum Beispiel auch noch ein Spektrum Visualizer, der euch dann anzeigt, wenn ihr jetzt spielt, welche Frequenzen ihr abdeckt, oder den kann man da auch umstellen. What have you done with them? They are screaming, can't you hear them? Can't you hear them? Did you ever lose it? No, 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 no. Ausgedockt, wenn ich den als Fenster auch groß machen, um einfach wie so eine Art Video zu meinem Lied zu erzeugen, würde auch gehen. Ja? Ja, wie ihr seht, letztendlich alles selbsterklärend, mehr oder weniger. Wie gesagt, das ist euer Browserbereich. Ihr habt da im Prinzip die Möglichkeit, verschiedene Sachen euch anzeigen zu lassen, zum Beispiel die Loops, die können wir auch komplett, da habt ihr hier, also komplett wegmachen, ihr habt da mehr Platz letztendlich. Wir können auch das Klavier wegmachen, da habt ihr noch mehr Platz. Dann könnt ihr euch hier zum Beispiel die VST-Instrumente anzeigen, was im Prinzip alle Instrumente sind, die jetzt Magix euch anbietet, damit ihr Musik machen könnt. Da gibt es auch kostenlose Musikinstrumente zum Beispiel. Ihr könnt euch über den Button hier unten links plus, könnt ihr euch neue Spuren kreieren, in die ihr wieder letztendlich neue Instrumente reinziehen könnt, Revolta oder Vita, je nachdem, oder Fork. Letztendlich könnt ihr euch ein Piano hier reinziehen, wenn ihr das möchtet, zum Beispiel Cathedral Piano, und könnt das dann natürlich auch spielen, ja, letztendlich, wenn ihr das wollt. Ja, das wäre jetzt hier der Instrumentenbereich, müsst ihr euch alles in Ruhe anschauen letztendlich, das können wir auch wieder zumachen. Dann haben wir noch einen Dateimanager letztendlich, wo ihr eure eigenen Dateien zum Beispiel auch jetzt, ich habe hier so eine Vocal Library von Ghost Hack, A Cappellas sind da drauf, dann nehme ich jetzt einfach mal ein A Cappella mit Wet ist quasi mit Effekt und Dry ohne Effekt, also mache ich hier ein LA A Cappella und ja, ziehe mir das dann einfach hier in die Spur rein. Ob das dann passt, das ist immer, jetzt ist das viel zu lang, das ist dann immer unterschiedlich. Wir ziehen es jetzt einfach mal hier, die Schere hierher, schneiden uns das ab und schmeißen das hier mal weg, was hier vorne ist, und greifen den Rest und ziehen den mal hier vor und schauen einfach mal, wie es dazu passt letztendlich. Jo, wir spielen mal ab. Ach, Entschuldigung, wir müssen natürlich zurückgehen. Screaming, please, please love me. Love can't you hear them? Can't you? How do I go on from here when all I want is you near? Baby, please, please love me. Jo. Also, da könnt ihr auch rumprobieren, bearbeiten letztendlich und. Wenn ihr euch die Bezahlvariante davon holt, bekommt ihr sogar das Programm Melodyne noch dazu. Und Melodyne ist wirklich hammerhart und richtig geil. Und ihr kriegt es nicht einfach in der Billigversion, sondern in der Essential Version. Und da habt ihr letztendlich
Ja, die Möglichkeit, Töne zu bearbeiten, Gesang zu bearbeiten, in der richtigen Tonart abzuspielen, zu kombinieren und also richtig geil, das ist auch der Marktführer letztendlich mit, was Gesangsbearbeitung betrifft. Also das wäre auch noch ein Programm, was für euch dann mit dabei wäre und ich glaube, ihr zahlt dann 69 € für alles zusammen. Und ich glaube, für 69 € kriegt ihr sogar noch dieses wunderbare Keyboard mit dazu. Ja, also ganz tolle Geschichte. Ich finde, das ist, wenn man jetzt, sagen wir mal, als Hobby 69 € ausgibt, wenn ich zum Fußball gehe, gebe ich wahrscheinlich nur an einem Wochenende 69 € aus. Also ja, jeder muss natürlich entscheiden, was er damit machen will mit seinem Geld. Aber ich denke, für Anfänger ist das hier eine richtig coole Sache, um reinzukommen in die Geschichte DAW. Und wir wollen dann natürlich das nächste Mal schauen an die DAW, die eine Stufe höher ist. Magic Samplitude letztendlich ist ja im Prinzip auch, sag ich mal, eine Stufe höher, das ist von Magic Music Maker im Prinzip der große Bruder, also eigentlich die Profi-Variante. Ich kann die mal kurz aufmachen. Ich mache jetzt hier den mal zu. Nichts speichern. Das macht er automatisch immer mit der Werbung. Wir machen mal den großen Bruder auf kurz. Der seht schon, das sieht schon alles ein bisschen professioneller aus. Test starten, Programm testen. Und wir wollen jetzt auch keine Musik hören oder irgendwas. Ich will jetzt noch kurz zeigen, wie es aussieht. Wir machen hier ein leeres Projekt, da klicken wir hier rein. Im Prinzip sieht es genauso aus, ähnlich wie dem anderen. Hier haben wir aber eben so einen Inspektor, wo wir sehen, welcher Kanal. Das ist der Kanalzug. Und ja, da steht drin, welche Audio- oder MIDI-Geräte anliegen, welche Plugins genutzt werden und so weiter. Ihr habt da auch so einen Soundpool. Das ist bei dem alles ein bisschen, ja, nicht so bunt, ja. Und hier unten die Transportleiste letztendlich, wo ihr mitarbeiten könnt, wo ihr Loops erzeugen könnt und so weiter. Ja, das habt ihr natürlich auch. Geschwindigkeit einstellen, Loops synchronisieren. Ja, und hier oben natürlich auch diese ganzen Unterreiter, wo ihr verschiedene Geschichten einstellen könnt. Letztendlich wie Music Maker, nur viel komplexer und habt ihr auch so eine sogenannte Mather Bridge oder wie das nennt, wo ihr der Ausschlag immer drin ist, gleich hier mit eingebaut, sodass ihr die könnt ihr natürlich auch immer mal wegnehmen, wenn ihr das wollt. Im Prinzip. Ja, könnt ihr bei Visualisierung wieder reinklicken, könnt das wieder. Also ihr könnt ja auch verschiedene Sachen rausnehmen, wieder reinnehmen, was ihr wollt. Also das ist schon sehr umfangreich. Und dieses Programm, soweit ich weiß, kostet neu 79,99, also 10 Euro mehr als Magic Music Maker. Und hier ist das natürlich viel professioneller. Ihr habt natürlich auch hier einen Mixer mit M, könnt ihr euch den aufrufen. Könnt hier ganz viel einstellen, viele Geschichten zuschalten, VST-Instrumente, Effekte und. Also das ist schon der Hammer. Ja, das ist schon richtig professionell, dieses Programm. Ja, okay, das soll es erstmal hierzu gewesen sein. Ich würde jetzt noch mal kurz mich auf dem Bildschirm zeigen und ja, dann werde ich mich so wohl erstmal für heute mit dem Thema Magix verabschieden und im nächsten Mal, dann machen wir dann was anderes. Was, das sage ich euch gleich. Ja, das soll es für heute erstmal gewesen sein mit Folge 2, die DAW und vor allen Dingen Magix als wirklich Anfänger DAW letztendlich. Da gibt es natürlich auch richtige verschiedene Versionen, wie ihr gesehen habt, als auch richtig professionelle Versionen. Aber es gibt Magic Music Maker als Free Version und das ist wirklich eine reine Anfängerversion und die ist ganz toll. Kann ich euch nur empfehlen. Das nächste Mal gehen wir zu Presonus Studio One, was auch für Anfänger sehr interessant sein kann. Und das kann man vom Anfänger bis zum Profi eigentlich beibehalten mit einer einzigen Version. Wie und was, das will ich euch bei Folge 3 letztendlich zeigen. Und ja, ich wünsche euch soweit erstmal einen schönen Abend. Danke für eure Zeit und Geduld und für euer Interesse. Und ich hoffe, ich konnte euch irgendwie auch ein bisschen helfen auf dem Weg zum Musikmachen am PC. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend, euer Fatih von Finn. Und wir sehen uns in Folge 3 demnächst. Bye, bye.